Jo Leute, da bin ich wieder. Ja, das waren jetzt nur die Kommentare von einer Woche. Eine Woche. Und ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt einfach mal auf die Frage eingehen, spielst du wieder Supercard? Ich muss jetzt erstmal zu den Kommentaren sagen, wenn ich ehrlich bin, am Anfang haben die mich einfach genervt. Ich habe gesagt, nee, gibt's nicht. Und das waren ja nur 5, 6 Stück von den letzten paar Tagen. Da ist unter jedem Video oder nahezu jedem Video ist was. Machst du wieder Supercard? Ist doch so toll, ist doch so super. Muss ich ehrlich sagen, am Anfang hat es mich genervt. Weil ich habe gesagt, no, gibt's nicht. Und jeden Tag steht da wieder was drin. Ich schreibe no, er schreibt warum. Ich sag jo. Gut. So, nach und nach, jetzt die letzten Tage, muss ich sagen, fand ich es eigentlich doch ganz cool, wie viele Leute meine alten Videos wohl mögen. Also auch wenn ich mir die View-Zahlen noch von älteren Sachen angucke, da gibt es immer wieder noch Aufrufe, dass ich mir gedacht habe, ich überdenke das Ganze. Ups. Ich überdenke das ganze Ding nochmal, was ich jetzt mit Supercard mache. Season 3 ist voll am Laufen, ich bin nicht dabei. Und habe jetzt extrem viel verpasst. Wäre, wenn ich jetzt natürlich weiterspielen würde, einfach nur dick hinten dran. So, dass ich mir echt nicht sicher bin, ob das eine gute Idee wäre. Jetzt aber, wenn so viele Leute sagen, hey, ich würde gerne deine Supercard-Videos sehen, muss ich tatsächlich sagen, würde ich mich auf einen Deal einlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Leute, die schreiben, die auch schreiben, super, bist cool, also freut mich, also nicht falsch verstehen, extrem freut mich das und ja, also ob die Leute dann auch wirklich die Videos gucken. Ein Hauptgrund, warum ich mit Supercard aufgehört habe, war ja eigentlich, dass alles andere, was war, Daumen runter, ist kein Supercard gekriegt hat und da habe ich keinen Bock drauf, ich möchte andere Sachen machen. Also heißt es, wäre eine Bedingung, lasst die anderen Videos in Ruhe, guckt das, was euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, guckt es einfach nicht. Das wäre meine Bedingung Nummer 1. Wenn ich unter irgendeinem anderen Video lesen würde, das ist kein Supercard und es kein Prank ist, ja, würde mir nicht so gut gefallen. Dann ist es natürlich so, ich mache es für euch. Wenn ich mit Supercard wieder anfangen würde, würde ich das nur für euch, für dich, alle ihr, die Kommentare geschrieben habt, alle ihr, die einfach nur gedacht haben, ist ja doof, wirklich für euch würde ich das machen. Was aber heißt, dann möchte ich auch, dass ihr euch darum kümmert, jeder Einzelne, es ist eure Verantwortung, jeder Einzelne, dass wir wieder so groß werden mit Supercard, wie wir mal waren. Ich weiß, ich habe viel Kredit verspielt, weil ich einfach gesagt habe, no, gibt's hier nicht mehr. Aber, wenn ihr es sehen wollt, kümmert euch drum. Das heißt, wenn ich Supercard-Videos mache, du sie anguckst, dann teilt. Dann lasst mir ein nettes Kommentar da. Muss ja nicht mal ein nettes sein. Lasst einen Kommentar da. Und einen Daumen hoch, dass wir noch mehr Leute kriegen. Das Wichtigste für mich ist, teilt. Holt Leute dazu. Und wenn das funktioniert, kann ich mir tatsächlich vorstellen, wieder Supercard zu spielen. Ist ja nicht so, dass ich das Spiel doof finde. Zum einen, mich hat genervt, ich habe es ja gerade gesagt, die alle anderen Videos Summoners, wo habe ich ja nebenbei gemacht habe, ist kein Supercard. Und das Einzige, was mich an Supercard selbst ein bisschen stört, ist, man muss sehr viel spielen, um voranzukommen. Also auch das würde ich ein bisschen eingrenzen, aber dadurch, dass sich da ja viel geändert hat, viel eventmäßig geändert hat, würde ich jetzt mal gucken. Und darum ist mein Deal, da gebe ich die Hand drauf. Hä? So? Naja, so sieht es wahrscheinlich besser aus. Naja, gut. Also, wenn dieses Video hier 1500 Aufrufe, 75 Daumen nach oben und, keine Ahnung, so um die 30 Kommentare kriegt, werde ich 1 bis 2 weitere Supercard-Videos die Woche machen.
Ich überdenke gerade meine Entscheidung. Das ist jetzt auch nicht, ich will ganz klar sagen, ich weiß, da werden jetzt so ein paar sagen, Clickbaiting und so weiter. Nö, ist es nicht. Ich will nur, dass die Leute, die Supercard sehen wollen, dann auch was dafür tun, dass es läuft. Wenn einer meckert, den auch mal schreibt, halte mal die Klappe, Junge. Musst ja nicht gucken. Und das ist mir einfach bei den über 300 Videos Supercard, die wir gemacht haben, eingeschlafen. Es kam eigentlich nur noch Genörgel. Das ist doof, mach's doch wie der, mach's doch wie der. Nö, wenn ihr das sehen wollt, was ich mache, ich bring gern ein bisschen mehr Action rein, ich mache ein paar Sachen gerne extra, aber gerne Tipps, gerne das sowieso immer geben, aber trotzdem, dann will ich was von euch sehen und das ist jetzt die Ansage. Also, 1500 Aufrufe, halt zeitlich begrenzt bis Freitagabend, von mir aus Samstagmorgen. Samstagmorgen ist okay. Bis Samstagmorgen 1500 Aufrufe, 75 Daumen hoch, 30 Kommentare. Ich weiß, da ist viel Luft nach oben zu dem, was wir früher hatten. Darum ist es gar nicht so weit hergeholt. Und wenn wir das hinkriegen und ihr teilt, liked, Leute dazu holt, bin ich sofort dabei. Ist das ein Deal? Deal or no deal, sag ich da. Und jetzt zum bisschen Geschmack machen, geht's gleich mit ein bisschen Gameplay weiter. So, Freunde, und nun geht's weiter mit ein bisschen Gameplay von WWE Supercard. Wir gucken mal, ob wir mit unseren vier Picks irgendwas kriegen. Ich spiele ohne Pickverdoppler. Oh, gleichen Teil gefunden. Ich spiele ohne Pickverdoppler. Genau. Ein Teil nehmen wir noch. Ist nichts dabei. Ich habe einfach gestern Abend ein bisschen gemütlich angefangen und habe dann heute Morgen ein bisschen weitergemacht. Das heißt, ich denke mal, die erste und einzige Karte hole ich mir. Mein Deck ist SummerSlam Plus. Wenn ich, denke ich, die Karten für alle reinmache, die besten, dann bin ich bei Plus Plus. Also das heißt, ich hänge natürlich echt hinter euch her. Wobei meine ganzen Karten und so weiter, die gucken wir uns irgendwann mal dann gemeinsam an. Ihr wisst, ihr habt es in der Hand. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, teilen, kommentieren, liken, ich sag's einfach gerade nochmal, holt alle Leute dazu, die früher dabei waren, holt alle Leute dazu, die noch dabei sein könnten und dann, wenn wir genug die Bedingungen erfüllen, dann machen wir es. Ihr habt so viel angefragt, dann machen wir es einfach. Dann spielen wir weiter. Ich habe schon Bock, es zu spielen, auf jeden Fall, und wenn so viele von euch es wollen, dann kriegt ihr es. Wie sagt man so schön, der Kunde ist König. Nee. So, aber wie gesagt, meine Karten würden wir uns beim nächsten Mal angucken. Zum Team. Es ist ja, das nächste Event ist ja ein Team-Event. Da muss ich selbst gucken. Hier muss ich ehrlich sagen, ich habe mich mit den ganzen Dingern noch gar nicht beschäftigt. Also ich weiß, der Wild-Modus, der normale Bestenlisten-Modus, keine Ahnung, Money in the Bank und King of the Ring kenne ich. Royal Rumble weiß ich auch nicht, was es ist. Irgendwo muss es Kartenrücken geben. Das habe ich schon gesehen, dass es die gibt. Was ich eine echt nice Idee fand. Habe ich ja nicht auch schon Season 1 gesagt? Aber gut. Gucken wir mal mein Team an. Also es ist nicht mein Team. Ich bin auch nur jetzt in ein Team wieder mit dazugegangen. German Backpacker. Wir haben 7 von 10. Wir nehmen ab verstärkt auf. Ja, ich weiß, ich bin nicht verstärkt. Aber ich bin auch nur Mitglied und habe gebettelt, dass ich rein darf, um morgen ein Team zu haben. Und wenn wir mal die Mitglieder ansehen, da sind ganz viele Leute, die ihr noch von früher mitkennt. Soul Venox, Sin Cara, Rocco als Besitzer und hier unsere drei Generäle. Also wie gesagt, wir haben noch 3 Plätze frei. Ich würde sogar mal schätzen, wir haben noch 4 Plätze frei. Also wer besser ist wie verstärkt oder wer verstärkt ist und ein bisschen spielt, der hat gerne einfach eine Anfrage schicken. Und jo, das wollte ich nur noch so nebenbei sagen. Wir haben ja dann auch vor, die Verstärkkarte zu holen. Das wäre dann auch meine erste verstärkte Karte. So, jetzt machen wir mal wieder weiter mit ein bisschen Ring Domination. Ich bin am Überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, zum allgemeinen Teil zu sagen. Jo.
Was dann natürlich sehr cool war, Ring Domination gestern Abend, mein erstes Spiel, mein erstes Teil. Ich musste zwar das komplette Board aufdecken, was mich schon so ein bisschen wieder angekotzt hatte, aber ich hatte nur einen Ausfall. Also bisher nur einmal warten auf Netzwerk und das lässt sich sehen. Das ist nicht mit früher zu vergleichen. Also dicker Plus, dicker Plus. Mal ganz kurz überlegen, wie wir anfangen. Ich habe jetzt noch ein paar Karten im Deck, die ich natürlich trainiere. Da ist mein einer Chris Jericho dabei. Härte, Tempo gewinne ich. Schau dir es an. Und dann habe ich noch einen WrestleMania-Fusionsbrock. Ich habe auch gesehen, es gibt SummerSlam-Fusionen. Nur die, muss ich ehrlich sagen, sahen ein bisschen hässlich aus. So, was machen wir denn? Wo platzieren wir uns? Wir platzieren uns da, weil der kann dann nur noch Pfeil oben oder unten machen. Und ich habe. Was wird denn das? Die KI ist auch schlauer geworden, ne? Danke für die. Also, die von Dudley. Und was haben wir noch? Was ich sehr nice finde, es haben ja sau viele Leute, die verstärkt Kofi Kingston und die verstärkt Randy Orton jetzt hier auf der Stufe, wo ich spiele. Da muss ich schon sagen, die verstärkt Karten sehen schon nice aus. Da freue ich mich, wenn ich dann irgendwann mal selbst dann eine besitzen darf. John Cena. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Das heißt, wir packen den dahin und schnappen uns noch den Enzo. So. Ja, und wie gesagt, Team-Event, da brauchen wir noch, da brauchen wir Unterstützung, dass wir da auf jeden Fall die Verstärkkarte holen. Also das heißt, wir brauchen jemanden mit guten K. Ah, nein, ich habe gedacht, es wäre das Teilchen gewesen. Ah, durch den Pick-Verdoppler. Sind wir aber gut dabei? Na. Noch ein Teil, vier haben wir liegen. Mist. Dann gibt's noch eine Runde. Machen wir direkt weiter. Und ich denke, ich werde heute. Wann habe ich denn immer King of the Ring gestartet? Ja, also, ihr müsst da ein bisschen verzeihen. Ich bin aus vielen Themen raus. Also mindestens mal gedanklich, da brauche ich ein, zwei Wochen, wenn wir denn weiterspielen, bis es wieder bei mir im Hirn Klick macht. Wir setzen ihn, auch wenn er unser einziger Feind. Nee. 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 Machen wir so. Okay. Auch ein verstärkter Sami Zayn. Auch nice. Also die Karten sehen schön aus, muss man sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie die Season 2 gewöhnlich und sowas drin gelassen haben. Ich verstehe es natürlich vom Spielkonzept, aber die hätten auch ein bisschen gepimpt werden können. Dann holen wir uns doch den Sami Zayn. Kraft Tempo. So, die zwei Karten sollten safe sein. Dann nehmen wir hier mit Seth. Okay, nice. Ja, wunderbar, das läuft doch. Wir haben jetzt schon auf jeden Fall gewonnen. Ich habe noch einmal Pfeil nach oben, einmal Pfeil nach unten dabei. Oh nee, nicht auf jeden Fall gewonnen. Wenn er jetzt hier unten irgendwas Starkes hinsetzt. Was er nicht macht, Tempo. Fuck, wegen 13 Punkten verlieren wir Tempo. Also, ja, aber okay, wir gewinnen auf jeden Fall. Hätte er jetzt hier was Starkes hingesetzt, hätte ich mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten eventuell auf die Schnauze fliegen können. Aber gut. Jetzt kriegen wir unseren Board Reset. Könnte ja nochmal was Gutes sein. Ja, so Kartenrücken wäre schon nice. Ich habe schon einen John Cena Kartenrücken gesehen. Ich glaube, ein Undertaker. Eins.
Da ist er und es ist ein besonders seltener Luke Harper. Das läuft ja. Komm, vielleicht kriegen wir mit unseren zwei Picks noch was hin. Nein. Haben wir noch eine? Ja, eine Runde haben wir noch. Und dann, jo, dann, ich sag's einfach jetzt nochmal zum Schluss, weil das hier wird auf jeden Fall die letzte Runde sein. Ja, Leute, ihr habt's euch gewünscht. So viele von euch haben mir, ich habe jeden Tag unter dem Video, ich habe es ja am Anfang gezeigt, irgendwelche Kommentare, hier Supercard und also auch nette, jetzt nicht so Diss-Kommentare und Daumen runter nach Kommentare, kein Supercard-Dislike. Auch hier ist wieder meine schwächste Karte, die ich trainieren möchte, nicht dabei. Müssen wir leider so anfangen. Okay, Randy Orton. Die Randy Orton-Karte hatte ich gemeint, die ja ständig kommt. Also ich vermute mal, dass die entweder in der Daily Rotation war, keine Ahnung, wo sie die alle her haben. Oder in irgendeinem Event, wo jeder gekriegt hat. Also die nervt mich gerade gewaltig, weil ich sie nicht habe. Da bin ich froh, dass ich meinen Randy Orton habe. Okay, der Mist, der ist auch nicht trainiert, den kriegen wir recht gemütlich. Hier Pfeil nach unten, er holt ihn sich zurück. Ich habe leider keinen Pfeil nach links mehr. Nur noch Pfeil nach unten, Pfeil nach unten. Das möchte ich nicht probieren hier. Und das heißt, ich. Ja, Kacke. Ja, mal gucken, was er macht. Okay, sehr schön. Wir können einfach mit Pfeil nach rechts weiterleben. Die beiden, die wir jetzt gesehen haben, die SummerSlam Pros, auch wenn der eine der Sets noch nicht trainiert ist, sind meine einzigen SummerSlam Pros. Mehr habe ich noch nicht. Und mal. Pickverdoppler. Kein Kampf mehr da. Oh, Sin Cara aus meinem Team. Ja, wunderbar. Da warte ich, den mache ich doch nass. Nein. Da suchen wir uns gleich noch jemand anderen raus, wobei es eigentlich total egal ist. Ja, Leute, wie gesagt, das war's für heute. Ihr habt's in der Hand. Wir haben es gesagt, wie viel Klicks, wie viel Daumen hoch, wie viel Kommentare. Ihr könnt den Rahmen gerne sprengen, aber das Wichtigste für mich dabei ist, holt die ganzen Leute wieder dazu, die früher geguckt haben. Holt noch ein paar neue dazu. Lasst uns wieder cool zusammen sein. Und wenn das alles klappt, dann wird es wieder hier Supercard Season 3 geben. Ihr wolltet so. Ich freue mich, wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin.